Über 64 Meter, der größte Onshore-Windrotor, den die Firma Nordex jemals gebaut hat, lässt keinen Zweifel daran, was in den Messehallen ab morgen stattfinden wird, die größte Windenergiemesse der Welt. Aus über 30 Ländern kommen die Aussteller zum ersten Mal nach Hamburg. Bei den Messeveranstaltern ist man stolz. Das ist natürlich eine ganz besondere und auch bedeutende Messe. Und sie hat natürlich auch in einer Zeit, wo wir über Energiewende reden, einen besonderen politischen Stellenwert. Und insofern freue ich mich natürlich, dass das auch in Berlin wahrgenommen wird und der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel hier sein wird. Das Besondere an dieser Messe ist, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Windindustrie vertreten ist. Anlagenhersteller, Errichter, Zulieferer, aber auch Finanzierer haben hier ihre Informationsstände aufgebaut. Darunter natürlich auch Hamburger Unternehmen wie Senvion, vormals Repower. Viele Aussteller betonen, dass sie gerne in Hamburg sind. Auch beim Bundesverband Windenergie begrüßt man, dass die Standortstreitigkeiten zwischen Hamburg und Husum beigelegt wurden. Wir sind erstmal glücklich, dass es grundsätzlich zu einer Einigung gekommen ist. Deutschland ist das stärkste Land im Bereich der erneuerbaren Energien und insbesondere in der Windindustrie. Und da war es notwendig, dass es auch eine starke Messe auf dem europäischen Kontinent gibt. Vielleicht auch deshalb wird die Messe heute vom Vizekanzler Sigmar Gabriel persönlich eröffnet. Ein Umstand, den die Hamburger Grünen mit einem Augenzwinkern kommentieren. In der Tat ist eine Novelle des EEG ein Windbegrenzungsgesetz. Das ist schlecht für die Windbranche, was er dort abgeliefert hat und insbesondere schlecht für den Windstandort Hamburg und für die Firmen, die hier sitzen. Insofern, vielleicht lernt er ja hier was und wird dann in Zukunft seine Politik etwas ändern. Das wäre der SPD und auch unserem Bürgermeister im Übrigen sehr zu wünschen. Von morgen bis Freitag findet die Messe statt. Eintrittskarten sind ab 18 Euro zu haben.